Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein bisschen was anderes. Wir haben einmal die Review zur neuen Huda Beauty Rose Quartz Lidschattenpalette. Zum anderen so ein bisschen ein Get Ready With Me mit Ich muss mich entschuldigen. Und das ist tatsächlich ein Thema oder eine Art und Weise von mir, die ich so in der Art selber auch noch nicht kenne. Aber ich bin gespannt, wie es bei euch ankommt. Vielleicht wird das Video ein klitzekleines bisschen länger, ich weiß es nicht. Aber ich hoffe, es geht euch gut. Ich freue mich riesig, dass ihr heute mit dabei seid. Und bevor es losgeht, zeige ich euch einmal die Palette, um die es geht. Das ist die nagelneue Rose Quartz Palette von Huda Beauty. Ich werde heute damit einen Look schminken. Wir haben in dieser Palette sehr, sehr viele lila, flieder, rosa Farben. Aber sehr, sehr spannende Texturen. Wir haben wieder diese kleinen Bubble-Lidschatten. Wir haben viele Topper-Shades. Wir haben sehr, sehr viele verschiedene Texturen mit drin. Und da bin ich sehr gespannt darauf, einen Look mit zu schminken. Bevor es losgeht, ich habe auch schon ein Make-up drauf. Ich trage heute die Glowish Foundation. Ich habe sie mir heute nochmal in der 3 gekauft. Ich finde, sie ist auch recht gelb, aber sie ist besser als die Nummer 4. Und dazu, und das, Freunde, ist der Shit überhaupt bis jetzt. Das ist das Glowish Luminous Pressed Powder. Das ist ein Puder. Man kann es als Setting Puder benutzen. Man kann es als Foundation benutzen. Aber das Ding, ich weiß nicht, ob es in der Kamera so rüberkommt. Das ist eigentlich Highlighter und Puder zusammengemischt. Ein ganz, 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 ganz besonderes Produkt von der Textur her auch. Bei Glowish sind die Inhaltsstoffe eh sehr hautfreundlich gewählt, sehr ressourcenschonend gewählt. Die Verpackung besteht, soweit ich weiß, auch komplett aus recyceltem Plastik. Also sehr durchdacht und das ist ein guter Punkt, in den ich auch gleich übergehen möchte. Ich habe es drauf. Ich liebe die Base gerade. Es ist sehr, sehr glowy. Sehr glowy. Aber ich mag es gerne im Moment und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wollt ihr dazu noch meine eigene Review haben? Reicht es euch, wenn ich das vielleicht auf Instagram zeige oder so? Ich probiere den Content jetzt so ein bisschen zu verteilen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also die Sachen erstmal, die ich getestet habe von Glowish, sehr, sehr gut. Ihr habt es neulich auch gesehen, dass ich das Wishful Skin Oil sehr, sehr gerne benutze. Eigentlich jeden Tag, wenn ich zumindest hier bei mir zu Hause bin. Aber ich will so ein bisschen ausholen, weil ich glaube, es ist recht wichtig, um meinen Standpunkt von vornherein einmal klar zu machen. Ich glaube, Huda Beauty kam 2013 oder 2015 in Sephora nach Deutschland eher so ein bisschen später. Und ich habe das damals schon mitbekommen, als sie die Lashes und die Liquid Lipstick rausgebracht hat. Da war ich tatsächlich selber aber noch nicht so im Make-up-Game. Und ich habe das so ein bisschen verfolgt und dachte mir, okay, cool, neue Brands. Jetzt lasst uns einmal ganz kurz überlegen, wie war Huda Beauty oder Huda Beauty als Person, abgesehen davon, sondern auch von der Marke her, wie war die aufgestellt, wie waren die Sachen, wie waren die Texturen, wie waren die Preise und wie war die Erreichbarkeit der Produkte. Es war auf der einen Seite natürlich sehr, sehr schwierig, an die Sachen ranzukommen am Anfang. Dann kam es nach Deutschland über Sephora. Sephora hat eh sehr, sehr vieles einfacher gemacht für uns hier in Deutschland. Darf man nicht vergessen, weil wir einfach an Marken kommen, an die wir sonst nicht dran gekommen wären heute. Und die Sachen waren von der Zielgruppe her, würde ich sagen, sehr Full-Face, Cake-Face. Das war zu der Zeit auch total im Trend. Aber als ich mit dem Make-up angefangen habe, hatte ich nicht das Geld, um mir die Huda Beauty Sachen zu kaufen. Und ich hatte auch nicht unbedingt die Zielgruppe, um Huda Beauty Sachen zu zeigen. Und das hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen verändert. Und ich war immer ein sehr, sehr großer, in Anführungszeichen, Feind von Huda Beauty als Marke, denn es gab eine Zeit, das ist mir so wichtig, dass ich euch das sage, weswegen ich euch bitte, dass ihr das nicht vorspult, weil ich habe damals, vor 3 Jahren oder so, mal mitbekommen, dass es einen Riesenskandal gab, weil Huda Beauty von der Inklusivität keine Männer mit in ihrer Kampagne hatte. Und das hat mich damals persönlich total verletzt. Jetzt heute sehe ich das so ein bisschen anders und ich habe gesagt, nein, das zeige ich nie, das unterstütze ich nie, das möchte ich nicht supporten. Aber ich hatte keine Fakten. Ich weiß nicht, warum das so war. War das überhaupt so? Ich habe mich ja nie mit dem Thema wirklich auseinandergesetzt. Das lief dann einfach so ein bisschen hin. Und
Ich hatte damals natürlich auch nicht das Geld und ich habe probiert, das eine Argument mit dem anderen zu kaschieren. So ist das so ein bisschen an mir vorbeigegangen, bis sich so vor anderthalb Jahren einiges geändert hat bei der Marke. Die Marke ist riesengroß geworden. Also von damals, von wir bringen eine Foundation raus mit 40 Farben oder 50 Farben zu, wir haben dieses Mega-Imperium an verschiedenen Brands und hunderten Artikeln. Da ist natürlich viel Zeit dazwischen vergangen. Und als vor 2 Jahren Huda selber diese Veränderung durchgemacht hat, von diesem Full Cake Face, die Foundation, ich benutze sie heute noch sehr gerne, wenn ich extreme Deckkraft haben möchte. Aber ihr seht, das Make-up, was ich heute drauf habe, das ist zwar Full Coverage, aber das ist menschlich. Ein menschliches Make-up. Und ich hatte auch in den letzten 2 Jahren immer so das Gefühl, dass es einfach sehr, 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 sehr Cake-Face-Make-up. Und rauf, rauf, rauf. Und das war damals total im Trend. Aber irgendwie hat das mich nicht erreicht. Natürlich durch die eine Seite, dass es halt mich nie als Mann interessiert hat, weil ich eh schon ausgegliedert war. Aber auch da ganz, ganz wichtig, das war zu einer Zeit, als Huda Beauty vorrangig in den Vereinigten Arabischen Emiraten verkauft hat und die Zielgruppe hat. Und wir wissen, dass es dort für Männer wie mich sehr, sehr schwierig ist, leider noch. Und demnach war die Kampagne darauf einfach nicht ausgelegt. Aber die Diversität innerhalb der Models von den Frauen war schon immer sehr gut. Und rückblickend sage ich mir, okay, ich kann meinen eigenen Stolz so weit rausnehmen und zu sagen, okay, du hast zwar damals keine Männer vertreten, aber du hast viele, viele Frauen mit vielen verschiedenen Hautfarben und Körpergrößen und allen möglichen Identitäten gezeigt und das supportet und hast damit einen großen Teil dazu beigetragen. So, und dann spulen wir ein bisschen vor. Wir wollen nämlich zu der Lidschattenpalette kommen. Hat sich das so ein bisschen verändert? Und sie hat eine Skincare-Brand rausbekommen, von der ich ein sehr, sehr großer Fan bin. Dieses Markenschema hat sich geändert. Und eine Sache, die mich überzeugt hat, wo ich gesagt habe, okay, ich kann alles vergessen, was ich in meinem beschränkten Kopf hatte, war, als sie die Wishful-Marke rausgebracht hat und gesagt hat, okay, bei uns wird nichts mehr retuschiert. Bei uns werden keine Filter mehr verwendet. Wir arbeiten mit Licht, aber wir machen keine Beauty-Filter mehr. Wir kaschieren keine Muttermale mehr, wir kaschieren keine Unebenheiten mehr. Und das ist etwas, was ich persönlich sehr, 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 sehr gut fand als Zeichen, vor allen Dingen für junge Jungs und Mädels. Auch ich merke heute noch, dass ich mir Leute auf Instagram anschaue oder auf YouTube, wo ich sage, wow, du bist so wunderschön, so möchte ich auch aussehen. Das ist aber nicht richtig. Und weil es auch nichts Echtes ist. Aber das hat sie gemacht und ich finde, das ist etwas sehr, 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 sehr Großes. Sie hat einen Teil ihrer Firma verkauft, wenn nicht sogar alles, ist aber trotzdem noch in dieser Firma involviert. Und man merkt schon, dass sie sich als Person in diese Firma anders einbringen kann als Geschäftsführerin. Genug gequatscht. Meine Entschuldigung an Huda Beauty persönlich ist hiermit getan. Ich bin sehr, sehr gespannt. Abgesehen davon finde ich, ist das eine äußerst spannende Palette. Denn, auch das muss man sagen, sie hat immer sehr, sehr, sehr kreative Ideen für Kampagnen, aber auch für Texturen. Wir sehen, wir haben matte Farben, ganz klassisch. Wir haben Schimmerfarben und wir haben diese texturierten Farben, von denen wir jetzt auch immer mehr in der Drogerie sehen. Aber sie war diejenige, die sie eingeführt hat, soweit ich weiß. Da bin ich extrem gespannt. Ich liebe die Farben. Ich liebe diese Texturen und dieses Spannende. Und die Palette war nicht günstig. Sie hat 66 Euro gekostet. Aber von der Qualität her, das ist extrem hartes Plastik, extrem hochwertig gemacht, die Verpackung. Also das ist nicht nur Plastik und dann ist da Papier drin, sondern auch in der Mitte sind so Rosenquarz-Effekte mit drin. Und was, also gefällt mir optisch sehr, sehr gut. Eine der schönsten Lidschattenpaletten von Huda. Ich glaube, die Naughty war auch schon so ähnlich aufgebaut. Sehr schön. Jetzt haben wir genug gequatscht, Freunde. Ich hoffe, ihr seid noch dran. Aber es war mir wirklich wichtig, dass ich auch mal mit euch darüber reden kann, wie sich so mein Gedankenprozess geändert hat. Und ich bin natürlich der Letzte, der sagt, ich mache nie was falsch. Sondern wenn ich etwas rückblickend selber falsch gemacht habe, dann möchte ich dazu auch stehen und das dann auch mitteilen. Alright. So seht ihr die Base auch noch einmal von Namen. Sehr, sehr schön, sehr glowy. Unterm Auge habe ich es, glaube ich, ein bisschen übertrieben mit dem Puder. Da würde ich nächstes Mal ein loses Puder nehmen und dann rübergehen. Aber das ist einfach, schaut mal, wenn ich das Licht hier hinhole. Mega gut. Okay, wir haben hier die Farben und
Ich will ja eigentlich gar nicht reingehen. Ich habe extrem viele Aufnahmen vorher gemacht, deswegen ist es jetzt auch mittlerweile 14:30 Uhr. Ist sehr, sehr spät für mich zum Drehen, um diese Texturen nicht zu zerstören. Es gab einen Face Balm, der ähnlich ist wie die Farbe Lovestone. Den gibt es aktuell noch nicht in Deutschland zu kaufen, bei Sephora zumindest, Stand heute. Ich habe angerufen, ich habe gefragt, sie wissen es selber noch nicht. Ein Galeria-Kaufhof ist bei uns in Berlin abgebrannt. Die hatten natürlich heute auch nichts und dann bin ich in den anderen gefahren, habe die gekauft und die anderen Produkte. Aber so seht ihr die Palette auch nochmal von Namen. Ich finde, dass die Farben in der Kamera gerade nicht ganz so gut rauskommen, wie sie in echt sind. In der Kamera sieht es jetzt gerade ein bisschen fahl aus. Ich gucke mal, dass ich das gecolor-graded kriege, dass ihr die Farben auch so seht. Sehr, sehr schöne Rosenholzfarben, kühl, aber auch warm. Und wir starten. Ich nehme mir als erstes so einen kleinen Pencil-Brush und möchte recht dunkel anfangen. Ich gehe in die Farbe Aura. Das ist hier so ein matter Ton. Kein Kickback. Übrigens, erste Huda Beauty Lidschattenpalette, die ich getestet habe oder jetzt testen werde. Und den setze ich mir hier in die Crease und stempel mir die Farbe einmal rauf. In meiner Vorstellung dachte ich jetzt, okay, auch das wird eine recht softe Palette, weil sie auch so ein bisschen Rosenquarz und inneres Healing und so. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr zu dem Thema Edelsteine steht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Sehr, sehr schöne Farbe. Ist nicht ganz so dunkel wie gedacht auf dem Auge, aber lässt sich sehr, sehr gut aufbauen gerade. Schreibt mir doch auch in die Kommentare, wenn ihr eh schon da unten seid, welche eure liebste Huda Beauty Palette ist. Das würde mich mal interessieren. Vielleicht teste ich mich ja noch mal durch. Sie bringt ja einmal im Jahr, auch das finde ich sehr gut, sie bringt nur einmal im Jahr eine große Kollektion raus und dann zwischendrin immer nur so diese Neuner Paletten, glaube ich. Was ich recht gut finde eigentlich und nicht halt alle 2 Wochen irgendwie so wie Colourpop. Ich werde so oft nach Colourpop gefragt, wirklich so oft. Und ich sage euch auch, warum ich das nicht mache, weil ich das nicht in Ordnung finde, wie viel Make-up die produzieren. Da kommt jede Woche eine neue Kollektion raus und selbst mir, der das hier, ich mache das hier beruflich, mir ist das zu viel. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich will nicht jede Woche 250 € für Lidschattenpaletten ausgeben, die immer nur in anderen Farben sind. Und ich blende die Farbe jetzt ganz leicht aus. Ich gehe noch ein bisschen rein und mische mir gleich die Farbe Gratitude mit rein, um so einen leichten Blend hinzukriegen. Aber ich bleibe eigentlich wirklich nur auf der Linie. Ich habe jetzt heute auch keinen Primer benutzt. Ich probiere immer erstmal ohne Primer. Und wenn ich dann merke, okay, das ist vielleicht nicht so ganz das Wahre ohne Primer, dann nehme ich auch gerne nochmal einen Primer beim nächsten Mal. Aber ihr seht, da kommt schon Farbe raus. Die fühlen sich jetzt ein bisschen trocken an, die Farben, muss ich sagen, auf dem Auge. Aber ich bin auf die Schimmertöne gespannt. Also optisch sehen die Farben im Fännchen zumindest so aus wie die von Natasha Denona. Fühlt sich jetzt aber nicht so an. Also das kann ich gleich schon sagen. Die matten Töne zumindest gerade nicht. Sie blenden sich auch so ein bisschen aus, fällt mir auf. Und dann gehe ich außen in die Farbe Happiness. Das ist hier so ein Rosaton. Auch hier sieht er auf dem Pinsel sehr gut aus. Ich mag die Color Story sehr gerne und okay, die ist da. Die hat richtig Bums. Die hat halt so einen Weißschleier ein bisschen, ne? Aber dadurch sieht man die auch auf dunkleren Hauttönen. Man muss das, und ich probiere das immer wieder in meinen Reviews mit einzubauen. Und falls ich das mal vergesse, irgendwie welche Punkte, die ich beachte und bewerte bei anderen, dann bitte ich euch natürlich, das mir dann auch zu sagen, weil ich will, dass die Reviews fair sind. Und das ist eine Farbe, die ist recht hell. Die ist aber farblich zu sehen, hat aber so einen leichten Weiß-Touch. Dadurch legt die sich auch vor allen Dingen dunklere Haut sehr, sehr gut und die Farbe kommt dann ein bisschen besser raus. Ich gehe jetzt einfach hier rüber und blende aus. Gefällt mir sehr gut. Ich habe tatsächlich aber trotzdem mit was anderem gerechnet, obwohl ich damit nicht gerechnet habe. Also dadurch, dass sie ja eher so in diesen soften Tönen gerade ist, habe ich mir schon gedacht, dass das jetzt hier keine Neonpalette ist. Die Farbe ist aber auf dem Auge und sieht sehr schön aus und ließ sich auch sehr, sehr gut ausblenden. Die Farbe kann man auch schön so ein bisschen weiter ausblenden. Dann geht die etwas in den Blush rein und sieht nicht ganz so hart aus, aber First Impression erstmal schön. Ich nehme jetzt den Pinsel von eben und gehe in die Farbe Mantra rein und setze mir die in die Crease. Auch die fühlt sich ein bisschen trocken an, aber Pigment ist da. Alright, also gefällt mir First Impression mäßig sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich habe so ein bisschen mit was anderem gerechnet, aber jetzt auf dem Auge sehr schön, sehr zart, sehr alltagstauglich. Und auch das ist, ne, müsst ihr euch mal vorstellen, Huda Beauty wurde halt immer so ein bisschen, oder die Marke, ne, immer nur die Marke, wurde immer so ein bisschen abgetan, dass sie nicht alltagstauglich ist. Was ist das?
Das ist alltagstauglich. Aber Freunde, ihr kennt mich, wir wären nicht bei mir, wenn wir nicht bei mir wären und das ganze Alltagstaugliche entfernen. Wir ziehen uns jetzt eine Cut Grease. Ich habe hier einen Pinsel von Ellie und BH. Nehme hier den hellsten Concealer, den ich habe. Das ist der Juvia's Place Concealer. Der ist perfekt dafür. Und ziehe mir eine Cut Grease. Boom. Lass das Ganze kurz ein bisschen antrocknen und gehe jetzt nochmal in die Farbe Aura und Mantra und blende mir das hier so ein bisschen hin, dass der Übergang gleich nicht ganz so hart ist. Und ihr seht, ne, wenn ich die Farbe raufstempel, ist sie extrem dunkel. Und jetzt bin ich so ein bisschen gespannt. Ich swatch euch einfach mal kurz die Farbe Cosmic Love und die fühlen sich krass an. Blissful und Moon Magic, das sind krasse Farben. Wir haben so einen leichten Reflex. Die sieht ähnlich aus wie aus meiner Palette, aber hat natürlich mehr Reflexion mit drin. Ich glaube, ich gehe auch gleich in die Farbe und das war die Farbe Cosmic Love und presse mir das erstmal hier auf den Übergang und schau mal, wie das aussieht, denn das ist natürlich eine Topperfarbe, also kein eigener Lidschatten. Okay, wir machen es einfach mal so. Damit kann man wohl sehr, sehr gut einfach über alles rübergehen, vor allen Dingen über Schwarz kann ich mir das gut vorstellen. Ich gehe vorne mal in die Farbe Happiness erst und platziere mir das auf die Cut Crease und dann in Cherish, das ist dieser helle Ton hier, um die Cut Crease zu setten. Und dann habe ich auch eine andere Grundlage und kann nochmal mit Cosmic Love rübergehen und ja, crazy. Und vorne gehe ich in die Farbe Blissful und Moon Magic in der Kamera nicht ansatzweise so rüber. Wow, seht ihr das? Also ich glaube, ihr könnt es nicht genauso sehen wie ich, aber das ist krass. Mein Finger ist immer noch voll. Ich hätte gerne diese Texturen als Highlighter. Hier Self-Love, auch ganz, ganz schön als Inner Corner. Ganz zart für so einen leichten Glow-Effekt, aber auf dem Auge ist das krass. Ich bin jetzt aber trotzdem gespannt. Ich muss jetzt unbedingt in diese Farbe hier reingehen. Die gab es ja auch schon bei Essence. Und das geht gut. Kommt tatsächlich runter, schmilzt auch, ohne dass es irgendwie kaputt geht. Ist ja verrückt. Ihr seht es kaum, ne? Ich probiere mir das mal. Na, auf den Lippen seht das jetzt nicht. Das ist wirklich wie ein Gloss, aber nicht so richtig glossig. Traue ich mich nicht aufs Auge zu geben. Lieber nicht. Weiß ich nicht. Also auf dem Gesicht, es gibt davon auch einen Highlighter, der extra dafür gemacht wurde. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, was das angeht, auf dem Auge. Was sagt ihr? Ich habe unten so ein bisschen was hingegeben. Tatsächlich würde ich mit der Palette aber anders arbeiten, als ich es jetzt getan habe. Man hat es bei ihr so ein bisschen gesehen im Feed, dass sie sehr monochrom gegangen ist. Also sie hat dann komplett aufs Auge die Farbe Happiness beispielsweise gegeben. Ich gebe mir das mal hier hin. Und ist dann einfach mit Moon Magic über die Crease so grob drüber gegangen, um diese verschiedenen Reflexe aufs Auge zu kriegen. Ich glaube, diese Technik, die ich jetzt gemacht habe, funktioniert auch, aber dann kommen diese Effekte nicht so gut zum Vorschein, als wenn man sie sich einfach so ein bisschen gröber komplett aufs Auge gibt. Wisst ihr, was ich meine? Aber richtig schön. Und das ist einmal der fertige Look mit der neuen Huda Beauty Rose Quartz Palette. Ich bin so ein bisschen eskaliert, glaube ich, ne? Also das ist nicht das, wofür die Palette, glaube ich, gemacht wurde. Aber ich dachte mir dann, gut, aber wir schauen mal, was man damit machen kann, wenn das nicht das Ziel ist. Ich glaube, das Ziel dieser Palette war es wirklich, eine sehr alltagstaugliche, eine sehr versatile Palette rauszubringen, mit der man viele, viele verschiedene Looks machen kann. Die matten Töne sind ein bisschen dry, ich habe aber keinen Vergleich zu anderen und ich glaube auch mit einem feuchten Primer drunter kriegt man auch mal ganz andere Effekte hin. Aber ihr seht, was ihr mal eben schnell damit machen könnt. Die Texturen sind toll und alleine wegen diesen Topper Shades lohnt sich meiner Meinung nach diese Palette sehr. Ich bin schockverliebt in diese Schimmertöne. Je nachdem, wie ich mich drehe, seht ihr dann auch die verschiedenen Farbreflexe. Ganz, ganz toll. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich bin auch sehr gespannt, was ihr zu meinem Eingangsteil sagt. Denn wenn ihr wollt, schminke ich noch ein paar Looks damit auf Instagram oder vielleicht sogar hier, weil ich glaube, dass ich dazu recht oft greifen werde. Ich habe diese Rosé-Töne noch nicht viel zu Hause
und ich glaube, dass man damit einfach für den Alltag schöne Look-Inspirationen machen kann und die möchte ich euch natürlich mit auf den Weg geben. Ich freue mich auf euer Feedback. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Das würde mir sehr viel bedeuten. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder.